Keramikmuseum, Herr Theiß. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Gründung? Oh, das ist eine Idee, die hatte ich schon in den frühen 80er Jahren, als ich nach Deutschland zog. Ich hatte mal ein Jahr in Paris gelebt, da habe ich angefangen, Jugendstil Art Deco zu sammeln. Und da waren auch meine ersten keramischen, bewusst keramischen Objekte dabei. Und als ich 1980 nach Berlin zog, fand ich hier auf den Flohmärkten hauptsächlich ganz tolle Keramik aus den 20er, 30er Jahren. Da schlägt mein Herz am höchsten für. Und wollte die dann entsprechend zuordnen. Das ist ein regelrecht, habe ich dann eine Lawine losgetreten und habe mich dann auch angefangen, wissenschaftlich damit zu beschäftigen. Und so wuchs die Begeisterung, je mehr ich von der Materie wusste und je mehr ich da einstieg. Und hatte dann Mitte der 80er Jahre schon die Idee, so ein Museum zu gründen. Hatte aber leider keine Lobby, nicht genügend Mitstreiter, um einen entsprechenden Verein zu gründen. Und das war dann, nachdem ich eine Galerie eröffnet hatte für Keramik, hatte ich dann genügend Leute gefunden. Und wir konnten 1990 den Förderverein für unser Museum gründen und auch das Museum selbst. Aber die ersten 14 Jahre waren wir ohne eigenes Haus. Und wir haben immer Gastspiele gegeben. 1992 gab es eine sehr große Ausstellung im Deutschen Historischen Museum. Dann folgten Ausstellungen im Bauhaus Archiv, im Martin-Gropius-Bau hatten wir 1994 eine große Hedwig-Bollhagen-Retrospektive organisieren können. Im Märkischen Museum eine Ausstellung im Ephraim-Palais. Aber wir litten darunter, dass wir kein eigenes Haus hatten, weil die Ausstellungen, die wir präsentierten, die wir organisierten, wurden dann immer mit dem Haus, mit der Institution in Verbindung gebracht, wo sie gezeigt wurden. Und das Keramikmuseum, es gab ja kein Keramikmuseum, kein greifbares. Und das hat sich dann zum Glück 2004 geändert, als wir hier unser Museum eröffnen konnten. Heißt aber wahrscheinlich nach wie vor, dass viele dieser Stücke aus Privatbesitz kommen, also aus ihrer persönlichen Geldbörse stammen. Ja, das stimmt schon. Grundstock unserer Sammlung ist eine umfassende Schenkung mit an die 4000 Objekte von einem alten Berliner Sammler, der 1998 verstorben ist, Karl-Heinz Fetzer. Diese Sammlung bildete die Grundlage und natürlich meine private Sammlung auch. Die gebe ich natürlich in mein Kind hier, an mein Kind weiter in die Sammlung des Museums. Und 90% unserer Sammlung, die inzwischen auf über 8000 Objekte angewachsen sind, sind Schenkungen, sind Stiftungen von Künstlern, von Sammlern. Und es ist eine ganz hochkarätige Sammlung. Also ich habe Kontakt zu allen Kunstgewerbemuseen in Deutschland und zu den anderen Keramikmuseen. Und wir tauschen uns da auch regelmäßig aus, stellen Leihgaben zur Verfügung und holen auch Leihgaben von anderen privaten und öffentlichen Institutionen, holen wir für unsere Ausstellungen zusammen. Aktuell hier in dieser Ausstellung präsentieren wir Keramik, die in der Zeit zwischen 1918 und 1933 entstanden sind, also zur Zeit der Weimarer Republik. Und das ist ein Querschnitt großenteils aus unserer Sammlung, aber auch ungefähr ein Drittel Leihgaben. Ja, hier sind auch Bauhauskeramik vorhanden. Direkt hier in einer Vitrine haben wir Originalstücke aus dem Bauhaus. Aber die Bauhaustöpferei existierte nur von 1919 bis 1925. Als das Bauhaus dann umzog nach Dessau, wurde die Töpferei aufgegeben. Und die Künstler, die da in der Bauhaustöpferei waren, die sind dann in andere Betriebe gegangen, wie Theodor Bogler und Werner Buridin. Die haben dann in den Steingutfabriken Feldenvordamm, hier nördlich von Berlin, eine Bleibe gefunden und haben dort im Stil des Bauhauses auch größtenteils weitergearbeitet. Und davon haben wir Arbeiten natürlich von Hedwig Bollhagen, dann einige Berliner Künstler. Berlin war ja in den 20er Jahren, goldene 20er Jahren, war Schmelztiegel der Kunst, der Kultur. Viele Bildhauer, die in Berlin lebten, nutzten die Möglichkeiten der großen Öfen in Velten. Dort gab es viele, viele Ofenfabrikanten, die aber auch sehr viel mit Künstlern zusammengearbeitet haben. Und es ist eine ganz tolle, wichtige und spannende Zeit, die wir hier auch präsentieren dann. Was zeichnet denn diese Zeit aus, beziehungsweise die Keramikkunst aus dieser Zeit?
Es gab große Ausstellungen, auch in Paris die Weltausstellung 1925. Da wurde Deutschland wegen des Ersten Weltkrieges nicht eingeladen. Dann hat man hier auch eigene Ausstellungen auf die Beine gebracht. Es gab große Ausstellungen chinesischer oder islamischer Kunst. Und da haben sich viele Künstler inspiriert gefühlt und haben dann versucht, diese Techniken und die Glasuren nachzuempfinden. Und zu der Zeit gab es auch Staatsschulen oder Hochschulen, die sich intensiv mit Keramik beschäftigt hatten. Und das war ein sehr beliebtes, auch für die Dekoration zu Hause und für den allgemeinen Gebrauch. Neben der Gebrauchskeramik wurde auch sehr, sehr viel Kunst in der Keramik hergestellt. Eine Arbeit, die wir vorne in der im alten Haus präsentieren, ist so ein Kamel, ein Tabakstopf von Hedwig Bollhagen. Das habe ich auch mal wirklich auf dem Flohmarkt erstehen können. Das ist eins meiner Lieblingsstücke, weil die Geschichte dazu, ich habe Frau Bollhagen davon erzählt, als ich es gekauft habe und sagte, es ist nicht signiert, es sieht so aus, als wäre das von Ihnen aus den 20er Jahren. Und da sagt sie, ja, das könnte sie aber wirklich nur sagen, wenn sie es sähe. Dann habe ich ein Polaroid gemacht, das war in den frühen 90er Jahren und brachte es ihr und sie schaute sich das an. Ja, Thais, das ist von mir, aber ist es nicht schrecklich? Also es war so eine sogenannte Jugendsünde von ihr und es ist eins meiner Lieblingsstücke. Besonders interessant sind auch unter anderem Stücke von Wilhelm Schade. Vor einigen Jahren hatten wir hier eine Ausstellung über unsere Sammlung und bis dato waren seine genauen Lebensdaten noch nicht bekannt. Und durch diese Ausstellung und die Öffentlichkeitsarbeit, die wir da leisteten, sind wir zu den genauen Lebensdaten gekommen. Und wir sind glücklich, dass wir einige ganz besondere Stücke von ihm auch haben in der Sammlung. Das sind Unikate, die er hier in Berlin als Bildhauer gefertigt hat, die dann aber in Velten in einer der Ofenfabriken von Blumenfeld ganz speziell gebrannt wurden. Und diese tauchen sehr, sehr selten auf. Und da sind wir ganz glücklich, dass wir hier auch einige Gefäße und Objekte von ihm haben. Nun ist ja die Sammlung viel größer als das, was Sie hier aktuell zeigen. Wo landen die Stücke denn, wenn die Ausstellung wechselt? Wir haben ein großes Depot, das uns glücklicherweise in der Senatskulturverwaltung zur Verfügung stellt mit über 400 Quadratmetern und da lagern wir alles. Und wie oft wechseln die Ausstellungen? Jährlich zeigen wir in unserem Museum 6 bis 10 Ausstellungen. Dieses Jahr werden es ungefähr 10 sein. Hier in diesem großen Ausstellungsraum wechseln wir 2-mal pro Jahr. Im alten, im denkmalgeschützten Gebäudeteil zeigen wir 1 Ausstellung pro Jahr. Und im Kabinett, wo wir gestern eine neue Ausstellung eröffnet haben, da zeigen wir dieses Jahr 6 verschiedene Ausstellungen. Was hat eigentlich Ihre Leidenschaft für Keramik ausgelöst, Herr Thais? Wie sind Sie dazu gekommen? Ach, ursprünglich hatte ich mal eine Teekanne in Form eines Autos. Das gehörte ursprünglich mal der Sammlung von Karl Lagerfeld in Paris. Der hatte in der Nachkriegszeit hat er Art Deco-Keramik gesammelt. Und da war das ein Stück, das übrig geblieben ist. Er hat seine Art Deco-Sammlung Ende der 70er Jahre versteigern lassen. Und das war dann, und das hat mir ein Assistent von ihm geschenkt. Und das war so mein bewusst erstes Stück. Und ansonsten hier die Keramik. Besonders hat mich auch interessiert, weil so wenig Wissen über die Keramik vorhanden war, selbst der jüngeren Geschichte. Und da habe ich Anfang der 80er Jahre mich intensiv damit beschäftigt, habe versucht, alles rauszubekommen. Und ich dachte, na, so viele Töpfer kann es nicht gegeben haben. Und habe versucht, das wissenschaftlich aufzuarbeiten, eine Kartei angelegt. Und ich sitze da heute noch dran, jetzt nach über 30 Jahren. Aber sind Sie selbst auch Töpfer oder Künstler? Ich hatte in meinen Jugendjahren vor, künstlerischen Weg einzuschlagen, bin dann aber gelernter Flugzeugmechaniker, bei Lufthansa eine Ausbildung gemacht, bin dann danach ins Ausland gegangen, habe Sprachen studiert und ja, irgendwann habe ich dann auch eine Vorstellung gehabt, in die Archäologie zu gehen und gewissermaßen mit dem Finden von schönen Keramikstücken ist es ja auch ein bisschen was geworden daraus. Und
Ich habe selbst auch schon getöpfert, hatte auch mal Vorstellungen, eine eigene Werkstatt aufzumachen. Aber durch meine Forschungsarbeit hatte ich sehr viele Spitzenkeramiker kennengelernt. Und da habe ich mir gedacht, also es ist doch besser, wenn ich bei der Wissenschaft bleibe und die Forschung betreibe, weil was ich dann von den tollen Künstlern gesehen habe, bis man dahin kommt, das ist ein sehr, sehr langer und schwieriger Weg. Und es gibt genügend mittelmäßig und schlechte Keramiken, da muss ich mich nicht noch dazu gesellen. Wie finanzieren Sie sich? Wir haben einen großen Förderverein für so ein kleines Museum, wie wir sind. Die sind über 300 Mitglieder, die zahlen ihren Mitgliedsbeitrag. Darüber können wir die Miete finanzieren, die wir hier zahlen. Und über Geschenke natürlich. Und dann machen wir 2 bis 3 Mal im Jahr einen Benefiz-Keramiktrödel. Der findet regelmäßig auch an den beiden Pfingstfeiertagen statt. Das ist inzwischen eine regelrechte Kulteinrichtung hier in Berlin mit ganz, ganz großer Resonanz. Da kriegen wir das ganze Jahr über Spenden, speziell für den Verkauf für diesen Keramiktrödel, der zugunsten des Museums respektive seines Fördervereins verwendet wird.